Hallo zusammen. So, die Fahrt geht jetzt weiter und wie ich da in Bulgarien herumkurve, ihr seht da einiges an Landschaften und dann auch mein neuer Platz, wo ich dann da schlussendlich ankomme und ein Weilchen bleibe. Okay, dann viel Spaß beim Schauen. So, ich habe jetzt schnell angehalten hier bei dieser Frau, die verkauft da ganz leckere Sachen. Ich kaufe 15 Liter Merlot, Rotwein und noch einen Honig und vermutlich die besten Tomaten, die ich seit langem wieder mal habe, weil die hat sie im eigenen Garten. So, bin aus dem Dorf gefahren und hier mache ich Pause mit einem wunderbaren Ausblick. Ach, übrigens kaufe ich am liebsten bei solchen Frauen oder Händlern ein, die da vor ihrem eigenen Haus einfach ihr Zeug verkaufen, das sie zum Teil selber anbauen. Und ich unterstütze lieber diese Leute. Es macht auch richtig Spaß und vor allem hat man meistens auch super Qualität. Nachdem ich jetzt Richtung Sofia gefahren bin, durch ein Tal, dann rechts abgebogen, jetzt geht es in die Berge Richtung Bansko. So, jetzt bin ich da zwischen den Bergen, rundherum als Berge und komme jetzt dann nach Bansko und ihr seht, es hat Schnee und auch viel mehr Verkehr hier, wie weder in Griechenland, warum weiß ich nicht. Aber es läuft hier echt was und Polizeikontrollen gibt es hier jede Menge. So, eine Karuze und Angie hat da jemand gefunden. Und ich lasse mein Auto waschen. Hier. Da wird gerade ein Schwein zerlegt im Hinterhof, vielleicht seht ihr es. Während die mein Auto waschen, finden meine Wölfe immer wieder neue Bekannte. Da bist du ja auch in Angst. Gerade noch erwischt ein alter Zug. Schmalspurbahn. So, ich bin immer noch unterwegs. Ich suche mir jetzt einen Übernachtungsplatz. Hier sind sie gerade am Bauen, Hangrutsch. Uiuiui. So, ich war im zweiten Gang, das war schlecht. Jetzt habe ich die Untersetzung reingemacht. Wunderbar. Ich habe die Hauptstraße verlassen und bin jetzt irgendwo auf eine Nebenstraße gefahren und eben ich suche mir einen Schlafplatz da irgendwo. Ich hoffe, ich muss nicht allzu weit hoch. Jetzt versuche ich mal mein Glück da hinten. Ja, übelste Piste. So, hier habe ich mich hingestellt, mit einem Holzkeil noch, ist nicht ganz gerade, aber das geht wunderbar zum Schlafen. Jetzt laufe ich hier mal alles ab, wer weiß, vielleicht ist sogar da oben noch ein besserer Platz, wenn nicht, dann bleibe ich hier, weil hier ist eigentlich auch schön. Da unten ist so eine Nebenstraße, ist jetzt gerade ein Auto durch, aber hier ist alles so Piste, da ist nicht mehr viel los. So, jetzt bin ich da zu Fuß hochgelaufen, so eine Piste, für mich eigentlich fahrbar. Ein kleines Dorf hier oben,
Ich meine, die fahren sogar mit diesen Autos hoch. Ja, die pflügen sogar noch manche mit dem Pferd und mit dem Pflug. So, nächsten Morgen. Wir sind ein bisschen hochgelaufen, den Wald hoch, immer wieder diese Bäche und halt alles Natur. Da liegt noch Schnee. Laufen wir wieder zurück und dann fahren wir weiter. Ach, einfach schön. Fließendes Wasser. Ja, leider, wie all in diesen Ländern, gibt es auch das. Das sind Trinkflaschen von den Arbeitern, vermutlich vom letzten Herbst noch. Ja, dann arbeiten sie da und dann lassen sie es liegen. Auf dem ganzen Weg hat sie immer wieder Haufen von denen. Tja, und dann mittendrin ein Loch. Unterspült. So, jetzt geht's wieder zurück auf die Hauptstraße. Das ist die 84, die da durch die Berge führt. Da fahren die sogar mit ihren normalen Autos hoch. Wenn es nass wird, ist halt schwierig, aber die machen das mit ihrem Vorderradantrieb. Also alles halb so schlimm. Alles wieder zurück. Ich bremse eigentlich selten. Ich mache alles mit Motorbremse und dann halt hochtourig fahren und langsam. Ich habe ja Zeit. Das ist interessant vermutlich, hier war ja der Erdrutsch. Da seht ihr mal, wie das tut, wenn es da richtig der Hang runterrutscht. So. Ah, schön, ne? Solche Quellen hat es immer wieder, alle 500 Meter. Bestes Wasser vermutlich. Beim nächsten Händler halte ich wieder an und kaufe Honig. Ich liebe diesen Honig so von den Wäldern hier und so geil, da hat es ganz viele Händler. Und genau da kaufe ich mir jetzt was. Besuch, kommt immer Besuch. Oh, ich habe jetzt schon einen Honigüberschuss, schon Honig, der sechste, was ich probiere. So, hier bei einer Frau habe ich noch Eier gekauft. Riesenteile, die sind über 60 Gramm. Und zwar für 5 Lev, das sind 2,50 Euro, habe ich ganze 13 Eier gekriegt. Also extrem günstig. So, damit ihr überhaupt wisst, wo ich bin in... Oh, wie heißt es schon wieder? Bunsko. Und ich fahre jetzt da nach Velingrad und komme ja von Bansko. Nein, die Ortschaft heißt Jundola, mit Y geschrieben. Jundola. Ja, wer kann sich das schon merken? Aber Velingrad, das tönt wenigstens noch ein bisschen Englisch. So, jetzt gehen wir mal hier in die Kneipe rein. So, ihr seht also, in dem Land, da trägt man keine Masken, da ist man in seiner Kultur treu.
Und auch schreck, sie leben alle noch. Ja, es geht auch anders, offenbar. Also hier sieht man echt die Leute ganz normal wie früher. Was mir ehrlich gesagt viel besser gefällt. So, Wellington bin ich durchgefahren. Ich fahre da immer noch das Tal runter. Also eine wunderbare Strecke, die 84, falls ich mal nach Bulgarien fahre. Man umfährt Sofia durch die Berge, also Berge, ja. Geht, glaube ich, nur auf 1100 Meter hoch. Aber wunderschön. Und da immer noch die Eisenbahn. Aber ich glaube, der ist nur noch für Tourismus eingesetzt, weil ich habe bis jetzt nur einen Zug gesehen. Wunderschön, das muss ich euch da zeigen, diese Kulisse. Das ist sicher auch mal mit der Eisenbahn da durchfahren. Man muss aber immer wieder aufpassen, diese Felsen, die ragen in die Straße hinein. Oh, ein Wohnmobil. Rechts abbiegen, Donner. Aus den Bergen raus, jetzt bin ich da im Unterland und am Wasser tanken. Ich wollte eigentlich oben in den Bergen, aber da war keine gute Stelle mehr. Aber das kommt sicher auch von den Bergen. Und jetzt fühle ich da mal hoch. Das Wasser ist nämlich gerade leer geworden. Ich bin noch genau etwa 150 Kilometer vor Burgas und habe da einen wunderschönen Platz gefunden. Ab der Autobahn und durch ein Dorf und jetzt stehe ich hier und jetzt kriege ich sogar noch Besuch. Abendrot. Ja, ein Weiher. Angie. Oh, da kommen noch Hunde. Da ist eine Haut von irgendeinem Schaf oder so und ja, das zieht die Hunde an und meine haben es auch mal entdeckt. Aber die dürfen es nicht essen, weil das stinkt. Die zwei genießen ihre Freiheit. Ich habe sie gesehen, sie sind am Fluss entlang. Jetzt von Weitem habe ich sie gerufen und die Angie, die kommt immer sofort, das ist herrlich. Die Mutter war nicht so, aber die kommt jetzt auch, wenn Angie kommt. Ja super, Angie, ja super! Bist du im Wasser gewesen? Ui, ui, ui. Herrlich hier. Guckt euch das an. Ah, hier hat es Natur. Die waren beide im Wasser, klitsche, klatsche, nass. So, ich fahre jetzt wieder weiter weg von diesem schönen Platz. Sehen hier die Dörfer aus und jeder hat einen Garten, wo er Gemüse anpflanzt, sonst könnten die nicht leben von dem, glaub. Hätte ich mal lieber die Scheibe noch nicht geputzt, voller Fliegen wieder. Hier hat es übrigens noch viel mehr Insekten. Das ist so die Landschaft. Ich bin jetzt noch 70 Kilometer vor Burgas. So, da ist das Meer. Burgas liegt vor mir. So, ich bin am Schwarzen Meer angekommen. Ich glaube, im Schwarzen Meer war ich noch nie. Außer in der Türkei.
da ist Burgas. Ja, und ich muss nachher in die Richtung fahren. Noch ein paar Überbleibsel da. Ja, die Fahrt geht wieder über ein bisschen Berge. Schön im Wald. Seit gut 20 Minuten. Manche Straßen kosten, dann ist das angeschrieben und dafür sind sie dafür ein bisschen im schlechteren Zustand. Herrlich, oder? Es ruppelt und huppelt rum. Man kann gar nicht so schnell fahren mit einem Truck. Also diese Straße ist wahnsinnig holprig. Jetzt fahre ich langsamer, weil das schüttelt dich umher, das ist Wahnsinn. Hinter mir eine riesen Kolonne. Mache gerade wieder eine Pause und seht ihr das Teil da? Ich dachte zuerst, es sei ein Bär. Dann dachte ich, nein, ich glaube ein Stein, aber nein, es ist eine Kuh, eine tote Kuh mitten im Fluss. So, Vergrößerungsglas, Fernrohr, hoppla. Eine Kuh. Und hier mache ich die Pause, mitten im Acker. Da fahren sie alle runter. Und ich muss sagen, ich bin jetzt durch ein ganz großes Waldstückgebiet gefahren. Hat also noch ganz viele Wälder hier. Da ist die Kuh. Und ja, noch viel Natur halt. He? Wie immer. Aber jetzt fahre ich weiter, wieder ans Meer zu Rainer. Also wieder. Das ist ja mein Ziel. Übrigens fahre ich jetzt schon ein Weilchen ohne AdBlue, mal schauen, wie lange es geht und wenn er in Notprogramm kommt. So, jetzt bin ich in Varna angekommen. Eine Hafenstadt offenbar. Schöne Straße, danach fahre ich vermutlich ein Weilchen nicht mehr, nach über 2000 Kilometern. Ah, ist das schön. Die Straße ist jetzt wieder gut, die andere war wieder so eine Holperstraße. So, der Rainer da vorne ist mich abholen gekommen. Jetzt sind wir mitten durch ein Touri-Gebiet. Jetzt da nach hinten hin. Und schon bin ich angekommen. Hä? Ja, jetzt ist schon bald wieder fertig, aber die noch mehr Videos schauen wollen, ich habe ja noch ein paar ältere Videos, die sich auch lohnen zu schauen, und zwar von Tunesien zum Beispiel. Das sind, glaube ich, 19 Teile. Schaut euch die doch auch noch an. Ist ziemlich sicher auch interessant, wie ich da ja, durch ganz Tunesien kurve und auch Dünen und das Unmögliche Mögliche gemacht habe. Guck diese auch an, die haben kaum Klicks. Damals kannte man mich noch nicht so wie heute, offenbar. Ja, also dann zeige ich euch jetzt noch meinen Platz.
Hier ist die Zufahrtsstraße. Der Weg ist ja ziemlich verwachsen gewesen, ein bisschen Büsche schneiden. Hier war ursprünglich eine Straße, eine Durchfahrt, aber da vorne ist erdrutscht, alles nicht mehr passierbar. Und hier habe ich mich jetzt niedergelassen. Bin jetzt gut schon, glaube ich, 2 Wochen hier, gerade Wäsche waschen. Heute Morgen hat es zum ersten Mal geregnet. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe mich hierher gestellt, weil hier ist Betonboden und dann kann ich da, habe ich ein bisschen arbeiten können. Da ist gerade wieder noch meine Arbeitskleider am Waschen. Das ist die Pumpe, die ihr hört. Das ist eine Flügelzellenpumpe, keine Membranpumpe. Ja, ich habe an einiges dann repariert hier auch und verbessert und das zeige ich euch dann in einem nächsten Video. Jetzt zeige ich euch noch die Aussicht. Schwarzes Meer. Da kann man entlang laufen, mit dem Fahrrad nicht passierbar, weil es zum Teil rechte Erdrutsche gegeben. Das Schwarze Meer und ganz da hinten hat, glaube ich, die NATO oder irgendwer, Kriegsschiffe, haben da Granaten geworfen. Man hat da richtig den Lärm gehört und auch so Feuer, also so wie Raketen, die da unterwegs waren. Wer weiß, vielleicht ist der Krieg ausgebrochen. Was wir natürlich nicht hoffen, aber ich kriege ja fast nichts mit, was so in der Welt läuft, weil ich habe mir das Fernsehen abgewöhnt, seit dieses Corona-Zeug ist. Ich höre mir das nicht mehr an und ja, von daher kriege ich mir nur noch wenig mit, was so in der Welt läuft. Ist vielleicht auch besser so. Ich kümmere mich nicht so darum. Ein bisschen über Facebook kriege ich ein bisschen was mit. Ja, gut, jetzt das nächste Video von mir wird dann sein über die paar Reparaturen, die ich gemacht habe. Das zeige ich euch dann. Dann, was auch sicher jetzt noch ansteht, ist mal eine Roomtour. Muss ich auch mal noch machen. Also gereist bin ich ja jetzt nicht mehr 2 Wochen, aber irgendwann geht es dann auch wieder los. Ja, schön wart ihr wieder dabei und schön, ja, hat es euch hoffentlich gefallen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Danke. Dann tschüss.